Ja, hallo meine Lieben, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar werde ich heute mal wieder ein Spiel bauen und zwar ein Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel, aber es wird ein 3D-Spiel. Lasst euch überraschen, viel Spaß beim Video. Ich habe hier noch ein Stück Nussbaum, das ist so, weiß ich nicht, 88 oder irgendwie sowas mal 21. Das werde ich jetzt abhobeln und dann auch winklig schneiden und dann werde ich das in der Mitte teilen und dann kommen die beiden Teile zusammen und somit haben wir schon mal unser Spielbrett. Die ganze Geschichte werde ich hier mit den Zapfenbohrern machen. Und zwar werde ich hier den 20er nehmen, beziehungsweise das ist hier der 20er. Also ich habe jetzt hier vier verschiedene Holzsorten. Das ist einmal Kirsche, Nussbaum, Eiche und das ist Weißbuche. Ja, jetzt habe ich hier meine Zapfen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ich mache jetzt erst das Brett fertig. So, ist jetzt alles auf 41,7. Ich hatte mir irgendwann mal hier so einen Parallelanschlag gekauft. Den habe ich schon, weiß ich nicht, ganz lange. Und irgendwie noch nie benutzt. Eigentlich habe ich das immer mit dem Mattenschlagwinkel gemacht und bin da dran lang. Aber jetzt fiel mir der gerade ein, dass ich den ja auch noch habe. Und ich glaube, ich werde das heute mal mit dem Parallelanschlag machen.
Ja, meine Fräsung hätte ich drin. Ja, wie gesagt, ich werde das hier mit Milliput machen. Und das ist ja hier so ein Knetzeug. Das wird allerdings knüppelhart, so hart, dass man das hinterher auch fräsen und bearbeiten kann. Und das werde ich jetzt hier, ich habe jetzt hier Silbergrau und denke mal, hoffe mal, dass das dann hinterher auch ganz gut aussieht. Naja, werden wir sehen. Also weiß wollte ich jetzt nicht machen. Schwarz sieht auch irgendwie nicht gut aus, wenn ich die jetzt hier als Pfosten nehme, als Podeste. Da denke ich mal silbergrau. Ich habe auch noch Terrakotta. Jetzt ist das hier so silbergrau soll das sein. Finde ich aber jetzt ein bisschen babyblau. Ich glaube, das tue ich weg. Das gefällt mir ja gar nicht. Das bleibt ja auch so, das verändert ja nicht die Farbe. Nee, das tue ich weg. Das ist mir zu blau, das passt ja gar nicht. Dann nehme ich doch weiß. Oder nehme ich schwarz. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das nehme ich nicht. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe jetzt doch Terrakotta genommen. Weiß irgendwie, weiß ich auch nicht. Ist alles irgendwie nicht die richtige Farbe, finde ich. Also habe ich gedacht, nehme ich doch Terrakotta. Kann ja nicht verkehrt sein. Ja, nur das Verfüllen hier, das ist allerdings auch so eine Sache. Ich glaube, ich hole mir mal einen Stuhl. Das Problem ist ja, wenn ich hinterher die Forstlaborerlöcher da reinbohre, darf mir da ja auch nichts rausbrechen. Deswegen habe ich mich zum einen auch für die Milliput entschieden. Das ist ja oft so, ne? Macht man irgendwas, irgendwann hat man so die Technik raus, wie es am besten funktioniert. Genau hingekommen und dann muss das jetzt auch erstmal wieder trocknen. Ja, trocken ist die ganze Geschichte jetzt hier. Ich habe mir jetzt hier einen 120er drauf gemacht. Ja, mal gucken, ob das gut abgeht. Ja, das ging sogar sehr gut ab. Cool. Ja, ich glaube, Terrakotta war schon eine ganz gute Entscheidung. Wenn ich das ja hinterher öle, dann wird das ja auch ein bisschen dunkler. Ja, als nächstes werde ich jetzt hier die Punkte ausmessen, wo ich jetzt mit dem Forstlaborer reinbohre. Die Punkte hätte ich jetzt angezeichnet. Dann werde ich jetzt mir meinen Bohrtisch aufbauen. Ich habe mir den Bohrtisch jetzt hier auf die ersten Löcher ausgerichtet. Das ist jetzt hier auch alles winklig. So kann ich jetzt hier auf jeden Fall die unteren drei bohren. Ja, und die kann ich auch noch bohren, aber ich glaube, an die komme ich schon nicht mehr dran. Da muss ich dann gucken, wie ich die dann bohre. Ich habe keine Ahnung, aber das entscheide ich, wenn es soweit ist. Ja, ich hatte überlegt, 5 mm tief. Ja, 4,17. Also noch einen mehr. Und dann stelle ich mir hier den Tiefenstupp dann auch auf das Maß ein. Gut. So, und jetzt komme ich keine 3 cm mehr weiter nach hinten. Was mache ich denn jetzt? Wie ihr seht, habe ich die Oberfräse rausgeholt. Ist ja, der Forstlaborer hat einen 8 mm Schaft. Passt natürlich hier wunderbar in meine Fräse rein. Jetzt habe ich hier hinten den Winkel dran gemacht. Ja, und so werde ich jetzt hier dann dran langsausen und die dementsprechenden Löcher da reinbohren. Hier habe ich mir den Tiefenstopp schon eingestellt, so dass ich dann gleich sofort einmal runtergehen kann und habe meine Tiefe genauso wie bei den anderen Löchern. Ja, dann werden wir mal loslegen. Ja, funktioniert ja soweit ganz gut. Ist natürlich ein bisschen schnell, die Fräse. Und ich habe die schon auf kleinste Stufe gestellt. Ja gut. Aber ich habe meine Löcher drin und alles unfallfrei. Sieht gut aus. Jetzt fehlen mir noch hier die
die Pinne, die Bohrung, aber die kann ich ja wieder an der Bohrmaschine machen. Ja, ich habe mir den Tisch wieder eingestellt und kann jetzt hier fröhlich vor mich her bohren. Meine Löcher habe ich jetzt überall drin. Die Zapfen mit dem Zapfenschneider, die passen ja richtig schön press rein. So habe ich nämlich hier auch kein Zwischenraum zwischen. Den Pott, den werde ich komplett flach machen. Das heißt also, ich werde hier die auch direkt abschneiden, so dass das hier flach ist. Ja, dann werde ich jetzt hier die Nussbaumteile, die werde ich genau auf 90 Grad mit der Maserung machen. Die sind passen aber auch so press da rein. Ja gut, also ich sag mal, das ist schon Ton in Ton, aber ich denke, wenn das geölt ist, dann sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Aber bevor ich jetzt hier die ganzen Pinner reinklebe, werde ich auf jeden Fall hier erstmal noch so eine 45 Grad Kante dran fräsen. Ja, Kante ist dran und jetzt werde ich das erstmal wieder bis auf 600 schmirgeln, damit das hier alles eine schöne Fläche ist, weil hinterher kann ich ja nicht mehr schmirgeln, wenn ich hier die ganzen Podeste drin habe. Ja, also jetzt habe ich meine ganzen Podeste erstmal so auf Länge zugeschnitten, beziehungsweise auf Grundlänge, und hier habe ich jetzt schon die ersten auf Maß geschnitten. Ja, um das unfallfrei hinzubekommen, habe ich mir hier so eine kleine Vorrichtung gebaut. Da habe ich jetzt ein 20er Loch reingebohrt, einen Sägeschnitt reingesetzt und hier oben mir 6 Löcher reingebohrt. Also 4er Löcher sind das. Und da kann ich jetzt so eine Stange direkt durchsetzen und kann jetzt hier auf Maß gehen und jetzt hier auch mit der Wandsäge mir das eine kleine Podest auf Maß setzen. Ja, dann ist das auf jeden Fall abgesägt und dann ziehe ich hier den Pin raus. Hab hier hinten noch ein Loch drin und hau dann dagegen und kann dann so das kleine Podest, weil das ja jetzt hier dann auch abgeschnitten ist, dann rausschlagen. So, um jetzt hier nicht noch mehr Material abzunehmen, habe ich das hier so eingestellt und werde das jetzt hier einmal fixieren, so dass ich hier dann Fixierpunkt habe und dann immer auf die gleiche Weise dann meine Teile hier absäge. Ja, hier mit meiner Vorrichtung, das hat super geklappt. Und ja, jetzt habe ich die erstmal schon mal alle auf Höhe, so wie ich es haben möchte. Das passt auch alles. Soweit sieht es jetzt aus. Ja, jetzt geht es eigentlich daran, dass ich mir jetzt überlegen muss, wie ich jetzt die ganze Geschichte hier schleife. Weil teilweise die Sägeschnitte, die sind nicht ganz gerade. Ich hätte vielleicht ein anderes Sägeblatt drauf machen sollen. Ich habe jetzt nur ein schmales Kurvenblatt genommen. Ich hätte vielleicht das 20er nehmen sollen als Sägeblatt. Aber wie gesagt, so 2, 3 sind hier so schief. Und ich muss natürlich hier auch noch ich meine, das ist fast hier geschmirgelt schon. Mit dem Zapfenschneider, das war schon eine gute Idee. Und das ist auch echt gute Qualität. Also das fühlt sich schon fast wie geschmirgelt an. Aber hier und da sind ja doch so kleine Riefen. Die hätte ich noch ganz gerne weg. Dann muss hier oben auch noch der Grat weg. Ja, und die Fläche selber, die möchte ich auch ganz gerne noch schleifen, dass da die Sägespuren wegkommen. Ja, das Podest, dass ich das winklig kriege. Das ist jetzt hier gerade winklig fast. Werde ich jetzt hier draufsetzen. Also ich werde das vorher ausmessen.
dann weiß ich ja, hier oben muss mehr weg und dann werde ich das so da drauf setzen. Und das ist jetzt hier ein 150er, also nimmt mir auch nicht so viel an Material weg. Ja, ich habe das gerade mal ausprobiert, das funktioniert eigentlich ganz gut. Winklig ist jetzt alles und auch schön glatt hier oben drauf, aber hier an der Seite teilweise noch nicht. Also der ist hier super, der auch, aber der ist rau. Ja, nutzt nichts. Muss ich Handarbeit anlegen. Ja, wenn ich dann damit gleich fertig bin, dann schleife ich das Brett nochmal. Ich mache das mal ein bisschen höher, dann seht ihr mich auch. Dann schleife ich das Brett nochmal und ja, dann kann ich das eigentlich auch direkt schon ölen, die Pinne einkleben. Ja, und dann muss ich mich noch um die Figuren kümmern. Da habe ich aber auch schon eine Idee. Und zwar werde ich die drechseln und ich werde auch die Original Mensch Ärger, den ich Püppchen, nachdrechseln. Ich werde jetzt hier erstmal weiter schleifen. Das hält mich ja noch ein bisschen auf und ja. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn es zum Drechseln geht. Das sind jetzt meine beiden ersten Püppchen. Jo, sehen eigentlich soweit ganz gut aus. Sind auch fast gleich. Die Größe ist genau richtig. Ist beides gleich 15. Und die Höhe wird auch gleich sein. Ja, der eine ist jetzt einen Millimeter höher. Wenn überhaupt. Ja, jetzt werde ich die anderen Puppen drechseln. So, meine Püppchen habe ich fertig. Aber wir brauchen natürlich auch noch einen Würfel. Ja, und den werde ich jetzt hier auch drechseln, und zwar nur die Kanten. Ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die Kanten werde ich jetzt hier immer nur wegdrechseln. Und ich hoffe, dass das so wird, wie ich mir das eigentlich auch so denke. Okay. Ja, werden wir sehen, was da rumkommt. Nee. So nicht, Kollege. Dann muss ich dich doch ein bisschen fester zuziehen.
Ja, so ähnlich habe ich mir das gedacht. Aber mal gucken. Ach, das haben wir auch noch vertan. Ja. So, ich habe mir jetzt hier direkt die Mitte angezeichnet. Ich musste den ja jetzt nochmal machen, weil ich mich ja gerade vertan habe. Und jetzt habe ich mir zwei Hilfslinien angezeichnet. Einmal 6 mm und einmal die Mitte. Jetzt werde ich den erstmal fertig machen und mir überall die Hilfslinien reinzeichnen und dann habe ich es auch gleich leichter mit dem Bemaßen, beziehungsweise mit der 3, mit den Zahlen halt. Der Würfel ist auch besser geworden. So, jetzt mache ich mir aber hier die 1 rein. So, jetzt muss hier hinten eine 6 rein. Also das mit den Hilfslinien, das ist natürlich genial, ne? So, ich habe jetzt die ganze Geschichte mit 2,5 mm gebohrt und hier mache ich jetzt überall in die Löcher auch Milliput, aber schwarzes diesmal. Ja, soweit sieht er ganz gut aus. Jetzt noch ein bisschen nacharbeiten und dann auch dann wieder einölen. Dann, jo, es würfelt. Ja, ich habe jetzt soweit hier alle Parts fertig. Der Würfel ist mir auch ganz gut gelungen. Mein erster Würfel, jo, finde ich eigentlich ganz gut. Habe erst gedacht, 2,5 mm Punkte sind nicht groß genug. Aber im Prinzip gefällt mir das so ganz gut. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde das hier mit Holzbutter alles einschmieren. Ich habe ja das Herz gemacht und da kam das so schön rüber und deswegen, ich habe die schon so lange und noch nie benutzt oder selten benutzt. Ich denke mal, dass das hier mit der Holzbutter auch ganz gut aussehen wird. Da muss ich ja die einzelnen Podeste auch noch alle einschmieren. Jetzt habe ich gerade überlegt, ich möchte schon ganz gerne mein Logo hier drauf haben und ich habe auch noch so ganz kleine Logos und ich glaube, die werde ich hier auf das Podest von dem Eingang vom Pott machen. Muss ich mir noch überlegen, aber die Überlegung ist auf jeden Fall da. Ja, jetzt schmiere ich das erstmal ein. Muss natürlich jetzt auch aufpassen, dass ich nicht hier in die Forstnerbohrerlöcher komme, sonst hält ja auch der Kleber nicht. Was natürlich nicht fehlen darf, weil für mich
ist das ja noch nicht fertig, ist der Filz, der darunter fehlt. Und da habe ich hier auch noch schönen schwarzen. Ja, habe ich mein 3D, Mensch, ärger dich nicht, fertig. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde das hammergeil. Ich habe mir so überlegt, es ist ja dadurch, dass wir jetzt hier auf Podesten arbeiten bzw. spielen, habe ich mir noch eine Schwierigkeit überlegt, wenn man dieses Spiel spielt. Und zwar, wenn man jetzt hier oben steht und runterfällt, dann muss man von vorne wieder anfangen. Oder den anderen runterschmeißt, da muss man auch wieder von vorne anfangen. Und ich denke mal, das ist nochmal eine kleine Schwierigkeit, um auch wirklich aufzupassen, dass die Püppchen auch auf dem Podest stehen bleiben. Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf mein neues Spiel und finde, das sieht super aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.